Aufgabe 20: Lawinengefahr. In den Wintermonaten wird täglich vom Lawinenwarndienst der sogenannte Lawinenlagebericht veröffentlicht. Dieser enthält unter anderem eine Einschätzung der Lawinengefahr entsprechend den 5 Gefahrenstufen. In einer bestimmten Region wurden im Winter 2013/14 Aufzeichnungen über die Gefahrenstufen geführt. Die Aufzeichnungen listen in einer Datenliste alle Tage auf, an denen eine der Gefahrenstufen 1 bis 4 galt. Für die Gefahrenstufe 5 gibt es in dieser Datenliste keinen Eintrag, da diese Gefahrenstufe im betrachteten Zeitraum nicht auftrat. Die nachstehende Abbildung zeigt den relativen Anteil der Tage mit einer entsprechenden Gefahrenstufe. Aufgabenstellung: Begründen Sie, warum die Gefahrenstufe 2 der Median der Datenliste, die der obigen Abbildung zugrunde liegt, sein muss. Wir haben also gleich zu Beginn die Information, dass die Gefahrenstufe 2 der Median ist. Und das sollen wir uns jetzt mit Hilfe dieses Kreisdiagramms überlegen. Wir haben hier bereits die geordneten Werte. Wir gehen von Gefahrenstufe 1 aus auf 2, auf 3, auf 4. Das heißt, grundsätzlich können wir hier den Median berechnen. Überlegen wir uns zu Beginn, wofür der Median steht. Und zwar ist der Median der mittlere Wert der geordneten Liste. Wie kann ich nun zeigen, dass der Median in diesem Fall Gefahrenstufe 2 in der Mitte der Liste liegt, wenn wir ein Kreisdiagramm haben? Ich würde sagen, ich zeige das geometrisch. Das könnte ich beispielsweise machen, indem ich eine Hilfslinie einzeichne. Dazu unterteile ich den Kreis in zwei gleich große Hälften. Und bei dieser Unterteilung sieht man, wenn ich den mittleren Wert suche, dann müsste er, wenn ich von hier starte, sich hier befinden. Und dieser Wert befindet sich sehr deutlich in Gefahrenstufe 2. Es kann sich also nur hier um den Median handeln. Eine andere mögliche Argumentation wäre, dass der Kreissektor von Gefahrenstufe 2 mehr als die Hälfte ausmacht, also muss der Median auch automatisch darin liegen. Ich überlege mir dazu noch einen Antwortsatz. Meiner sieht folgendermaßen aus. Teilt man den Kreis wie abgebildet in zwei Hälften, so sieht man, dass die Mitte der Daten deutlich in Gefahrenstufe 2 liegt.